Hallöchen Leute, wie wir alle mitbekommen haben, ist der Akt 2 leider ausgefallen für diese Woche, was eigentlich geplant war. Oder beziehungsweise gestern. Und Joe hat ein kleines Video hochgeladen, da habe ich alle so ein bisschen Sorgen gemacht, Insta-Story auch gepostet, wo er gesagt hat, irgendwie, jo, ist was vorgefallen, Akt 2 kann nicht kommen, wird verschoben. Hat er dann im Video auf Chuckmedia hochgeladen, hat gesagt, jo, das Video kann nicht kommen, aus den Gründen, die sagt er noch. Und das ist voraussichtlich dann nächste Woche Samstag rauskommt. Und jetzt hat er nochmal auf Julian Bam tatsächlich auch ein Video hochgeladen. Wo ist Akt 2? Er hat dazu auch geschrieben auf Instagram, dass er dieses Video wieder löscht, sobald Akt 2 draußen ist. Er wollte es nur halt mal als Update geben, weil eigentlich ist der Julian Bam-Kanal ja nur dafür da, um diese Hauptviews da zu zeigen und nicht für solche private Sachen, wo er als Person hervorgehoben wird, hat er genauso auf Instagram gesagt. Aber ja, gucken wir mal rein, was die Gründe jetzt waren. Ich bin gespannt. Let's go rein da. Wo ist Akt 2? Also, erstmal, wir sind selber auch geschockt, alle. Also etwas ist. Vor allem, ich war auch, kam auch für mich auch voll überraschend, weil ich habe ja noch, ich habe verfolgt noch bis 1 Uhr, 0 Uhr oder sowas, habe ich noch geguckt. Haben mir noch Stories gepostet, dass gerade am Arbeiten sind, noch Color Grading noch am Machen sind und sowas. Ein Kollege noch geholfen hat da, das Color Grading zu machen. Und dass er natürlich er hat gesagt hat, er will es 18 Uhr fertig haben, was dann später wurde. Und da ist okay, wie immer eigentlich dann quasi so, dass es immer so länger dauert. Kreativen Prozess mal so perfektionistisch ist noch bis zur letzten Sekunde. Hat irgendwie auch noch, was war noch? Dann kam ja der Song auch online auf Spotify, habe ich gesehen. Ich habe noch nicht geguckt, was. Ich habe nur, haben mir jemand geschrieben, hey, Song ist online. Und ich dann so, okay. Meistens höre ich die Songs vorher nicht an, weil ich die halt im Hauptvideo erst gucken will. Ich gucke gar nicht auf den Titel, aufs Bild gucke ich auch gar nicht, auch bisher noch nichts gesehen. Weil ja es natürlich auch Spoiler sein könnten. Deswegen will ich da voll clean da rein. Aber ich habe halt gesehen und mitbekommen, dass es online gekommen ist. Da dachte ich so, okay, kommt alles. Und dann bin ich dann so aufgewacht, so um 11 oder so, mich bereit zu machen für die Reaktion halt. Und habe ich gesehen dann, dass du halt um 7 Uhr morgens, glaube ich, oder so, ein Video hochgeladen hast, juck mich nicht, wo er gesagt hat, dass das Video oder eine Story gemacht hat, wo es irgendwie dann sagt, dass es ausfällt, dann ein Video hochgeladen hat, dass es halt nicht stattfindet. Ich dann so krass. Und habe dann halt mir natürlich Sorgen gemacht, wie der andere. Jeder hat mir geschrieben, hey Brody, was ist los? Weißt du mehr? Bla bla bla, was ist los? Ich hoffe nichts Schlimmes und sowas. Ja, aber ich bin ja gespannt. Ju sieht auch nicht so sehr glücklich aus. Gut, kann ich auch verstehen, ne? Wenn es generell ums Video geht, ne? Und sowas abzusagen, wo alle drauf gehypt waren und ne? Da ist man halt nicht gut gelaunt, logischerweise. Ja, gut, aber kommen wir erstmal den Grund an. Sorry fürs Labern. Ist wirklich noch nie passiert, so etwas in dieser Art. Und ihr wisst ja, wenn es zu irgendwelchen Verschiebungen wegen der Hauptvideos kam, dann habe ich immer früh genug Bescheid gegeben. Und in all den Jahren auf YouTube ist das, was gestern passiert ist, noch nie passiert. Krass. Und ja, wir haben alle drauf gesetzt, dass es wieder am 16.09. online kommt. Ich habe euch gestern in einem sehr kurzen, spontanen Video auf dem Jukminich-Kanal informiert, dass Akt 2 von meinem Mond gestern nicht online kommen konnte. Und dass ich mich auf jeden Fall nochmal bei euch melden werde. Man hat ja auch gesehen, dass es mir nicht sonderlich gut ging in diesem Video. Und deswegen wollte ich nach etwas Schlaf in Ruhe mit euch darüber sprechen. Ja, und jetzt sitze ich hier und das auch wirklich, wirklich sehr ungern, weil auf diesem Kanal sollen ja die Projekte im Fokus stehen Ja, und nicht genau. ich. Aber bevor ich euch sagen kann, wo Akt 2 jetzt ist, kurz vorweg. Wir wissen, ihr habt alle auf das Video gewartet und wir wissen auch, dass sich teilweise Leute verabredet haben, um gemeinsam Akt 2 zu schauen, sich die Zeit genommen haben, sich mega gefreut haben auf das Hauptvideo und ja, das tut mir einfach mega, mega leid. Ich meine, wir sind ja auch selbst hyped, das Video mit euch zu teilen, weil wir das Video auch selber lieben. Da steckt ja auch super viel Arbeit drin, ne? Wir sind selbst hyped auf Akt 2 und wir sind hyped, mit euch auch eine fette Premiere zu feiern und hyped mitzuverfolgen, wie ihr auf das Hauptvideo reagiert. Doch, ja, es passiert ein kurz vor Ende, kurz vor der Finalisierung, kurz vorm Rendern. Ich glaube auch, sorry, dass ich nur mal unterbrechen muss, ich glaube auch diesen Hype drauf, was zu veröffentlichen, das kennen auch nur, glaube ich, Leute, die sowas auch machen. Weil ich weiß nicht, ob man das so mitfühlen kann. Weil zum Beispiel hier beim Mondmann-Musikvideo war es halt auch genauso, dass ich auch schon Hype bin und so veröffentlicht, so wissen, wie es alle davon findet. Gut, ich glaube, das kann man schon auch gut nachvollziehen, auch wenn man als Kind was gemalt hat und dann Hype war, das Ender zu zeigen zum Beispiel, besonders gut war. Genauso kann man es übertragen quasi zu den Videos, ja. Obwohl hier noch ein viel, viel mehr Arbeit drinsteckt bei Ju und viel größeres Team dahinter steckt, wo sich alle drüber freuen, gucken, wie das wahrgenommen wird, ihre Arbeit und so, ja. Einfach zu viele Dinge, die auf einmal gegen uns spielten. Ja. Okay, warte nochmal, ich muss noch zurück. Ich habe den Satz unterbrochen. Oh, ich bin so schlechtes Director überhaupt nicht unterbrechen, mittendrin. Zu viele Dinge, Nee, zurück, nochmal die auf zurück. einmal und hyped mitzuverfolgen, wie ihr auf das Ja. Hauptvideo reagiert. Doch, ja, es passierten kurz vor Ende, kurz vor der Finalisierung, kurz vorm Rendern, einfach zu viele Dinge, die auf einmal gegen uns spielten. Ja. Ich habe auch unzählige Kommentare gelesen. Viele waren auch enttäuscht.
Also kurz vorm Rendern heißt ja auch quasi, dass es eigentlich schon fertig war und dann irgendwas schiefgelaufen ist. Eine Kleinigkeit, die ja schon mal groß genug war, um es zu verschieben, ja. Das auch zu Recht. Viele hatten auch sehr viel Verständnis, aber ich will euch heute auf jeden Fall trotzdem noch etwas mitgeben. Und zwar ein paar kleine Teaser-Ausschnitte von Akt 2. Wenn ihr das Okay. nicht sehen wollt, weil ihr euch lieber von dem Gesamtprojekt überraschen lassen wollt, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, dass nach meinem Talk hier auf jeden Fall noch etwas kommen wird. Okay. Ich glaube, Chat, ich mache dann da Abbruch an der Stelle. Ich will nicht drauf reagieren. Ich will es im Hauptvideo dann sehen. Ich glaube, komplett clean finde ich besser. Glaube ich. Oh, ich weiß nicht. Viele wollen ja auch sehen, wie ich dann auf diese Ausschnitte reagiere, aber ich würde halt schon gerne. Ach. Also ich bin Mensch, ich. Ja, ich weiß nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich mach's nicht. Ich glaube, ich bleib dabei. Ich habe den Song nicht gehört, nicht gesehen, was der geht. Dann bleibe ich auch komplett clean bei der Reaktion, wenn es rauskommt, glaube ich. Ich glaube, ich bin dann. Weil wenn er schon so ankündigt, weil letztes Mal hat er es, glaube ich, auch nicht so krass angekündigt. Und hat dann nur ein paar Schnipsel gezeigt, wie er rennt und John ruft und so. Ich glaube, das wird dem Fall ja auch ein größerer Ausschnitt, den er zeigt. Ich glaube, dann lieber nicht, ja. So, aber jetzt erkläre ich mal ganz kurz, was eigentlich auch so, ja, halt irgendwie auch passiert ist. Ja, also einen Film zu finalisieren, da muss auch einfach alles zusammenspielen. Ja, Sounddesign, Grading, Effekte, Musik, Songs, Schnitt, Logistik und auch andere Visuals. Aber wisst ihr ja. Aber auch die Technik im Hintergrund, die darf halt auch nicht versagen, ja. Und auch Kommunikation zwischen diesen ganzen verschiedenen Parteien muss funktionieren und auch, ja, rechtliche Dinge müssen geklärt werden. Im Vorfeld. Aber das sind halt alles Dinge, die dir schneller einen Strich durch die Rechnung machen können, als ihr denkt. Es gibt auch noch in unseren Videos, nennen wir sie einfach mal kryptische Easter Eggs, die da verbaut worden sind, die auch funktionieren müssen. Aber wenn einer dieser Parteien down geht, dann habt ihr halt. Kryptische Easter Eggs, was meint ihr denn damit? Und wie können die dann diese einzelnen Easter Eggs down gehen? Hat er einen QR-Code eingebaut oder sowas? Okay, das finde ich jetzt interessant, wie er das jetzt meint. Oder ob es einfach nur gemeint ist, dass da irgendwelche wieder so kleine Easter Eggs, die wir auch analysieren für dieses Analyse-Videos von mir oder sowas, die zusammenspielen gehören. Aber das ist ja auch Teil vom Video an sich, das ich so hervorhebe, finde ich gerade krass, okay? Ich werde gerade nur hyped auf. Was hast du da wirklich? Du könntest auch sagen, das Video kommt erst nächstes Jahr. Ich werde trotzdem noch das ganze Jahr dann überhyped, könnte ich schlafen wahrscheinlich. Also wirklich. Hat einfach kein funktionierendes Video mehr. Wir konnten heute schon einige Dinge klären und uns vor allem auch absichern. Und jetzt kann ich auch mit hundertprozentiger Garantie sagen, dass der nächste Mann im Mond nächsten Samstag online kommen Okay, wird. okay. Genauer gesagt am 23.09. um 12 12 Uhr. Uhr. Okay, safe. Also, das heißt, sie haben quasi nur einen Tag gebraucht, um das zu klären, einen Tag mehr, um den sie sich drum kümmern können. Ja, okay. Ja, manchmal ist es so halt, ne? Ja. Und genau, ich hoffe, ihr seid weiterhin hyped und ich hoffe, ihr habt trotzdem noch Bock, trotz des riesigen Ja. Fails von uns oder Ach, auch von Quatsch, mir. natürlich. 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 Der Bock wird nicht weggehen. Prost, Leute. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim Release dabei seid. Es ist da wirklich wieder ein Monster, ein Projekt, das euch erwarten wird. Und ich bin sehr, sehr Ja, gespannt auf eure nice. Reaktion und freue mich natürlich über jeden, der noch am Start ist bei diesem Natürlich. großen, auch persönlich sehr wichtigem Projekt. Und ja, jetzt wie versprochen, ein kleiner Teaser. Und vor allem manchmal ist auch so, dass so ein Skandal, sage ich mal, das Projekt ein bisschen pusht nochmal, weil noch mehr darauf aufmerksam werden. Dann habt ihr gehört, Joe hat das Video nicht hochgeladen. Oh mein Gott, dann redet es noch mehr. Und dann reden noch mehr Leute drüber. Und dann gibt es wahrscheinlich dann noch mehr Leute, die es dann am Ende doch gucken wollen und noch mehr auf Julian Bams Videos aufmerksam werden. Gut, jetzt kommen die Ausschnitte. Ich will die eigentlich jetzt erstmal skippen. Ich gehe voll dann Samstag drauf rein. Sonntag geht ihr dann meine Reaktion zu sehen. Checkt hier noch Videos ab. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut raus. Ciao! Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Moment mal, da stimmt was nicht. Stattdessen wären